Willkommen bei Defi.jetzt. Ich bin Thor Alexander und ich bin heute zu Gast bei Thomas. Hallo Thomas. Hallo, guten Morgen. Wo sind wir hier, Thomas? Wir sind hier in Puerto Plata, der Mechanical Brick, Wortkiste. Und du hast hier das Gebäude, das was? Ein Museum? Vielleicht nicht später, aber ein Museum. Nein, es stehen viele schöne Sachen zum Angucken hier, ja. Hm. Mittlerweile ist es noch ein Café, also traditionelles österreichisches. Ja. Mit österreichischen Milchspeisen, italienischen Eis und guten Kaffee. Guten ausgerösteten Kaffee. Ja, Kaffee. Muss ich gleich mal einen Schluck trinken, ja. Sag mal, ob das schmeckt. Ja, ist gut. So, und Thema heute ist natürlich Krypto. Und du akzeptierst in deinem Café auch Bitcoin. Richtig. Lightning und DS, müssen wir so ausdrücken. Die richtig, ne? Ja. Und du akzeptierst auch physische Bitcoin? Nur zum Materialkreis wahrscheinlich. Zum Anschauen, zum Souvenir. Ansonsten bleiben wir bei den. Okay, wie bist du zu Bitcoin gekommen? Eigentlich bin ich immer offen für Neues. Ja. Und eines Tages kam ein guter Freund von uns Besuch zum Kaffee trinken und erzählte mir von Bitcoin. Das ist der Chris? Mein Günther. Ah. Der Günther kam und ja, ich muss dir was sagen, schau mal nach und da war circa bei, keine Ahnung, $400 oder so, oder 300 irgendwas. 400 war der ganze Weile, das war schon vor 6 Jahren. Na, ist schon mega. Ja, es war ziemlich, nicht ganz am Anfang, aber. Ja, das war schon vor langer Zeit. Langer Zeit. Ja. Und bin immer offen für Neues, aber immer sehr skeptisch auch. Durch eine Menge Geld, 400 Euro für so ein digitales Nichts. Sehr, wenn du nicht weißt, was soll ich jetzt mit dem? Keine Ahnung, was soll ich machen? Dann sage ich, Günther, weißt du was? Bleib mal gute Freunde und mach du dein Ding. Und dann kam es zum nächsten Treffen und zum nächsten Treffen und immer wieder das Thema Bitcoin. Und eines Tages, wie viel Zeit da vergangen ist, waren es dann nicht mehr $400, sondern waren es dann, keine Ahnung, 1.500, $2.000. Das ist dann aber schon ein Dreivierteljahr später, meine ich. Ja, ja, das wird eben. Wir haben uns dann, wie oft gesehen und wie oft darüber gesprochen und wir sind immer mehr interessiert und mehr interessiert, haben dann überhaupt mehr verstanden auch, um was geht. Und dann, okay, dann jetzt kaufe ich mal so ein Ding. Schauen wir mal, was das macht, was das kann. Und so sind wir da reingekommen. Mhm. Und du betreibst ja auch eine Wechselstube, das heißt, ich kann dir Krypto schicken und bekomme dann einheimisches Papiergeld. So ist es. Ja. Also Pesos, amerikanische Pesos oder eben auch Dollar, wie du möchtest. Oder Euro. Klar. Okay. Und wird das häufig angenommen? Diese Tausch, dieses Tauschangebot? Komischerweise von Dominikanern in kleinen Summen. Ja. Die Tausch interessieren mich, denn die Materie einlaufen oder eben auch von Touristen oder Ausländern, die hier leben, die das Geld schon eben lange von einer Zeit auf investiert haben in Bitcoins und dann immer wieder Cash benötigen, kommen dann weg. Auch Touristen? Touristen, auch vereinzelt, ja, Touristen. Ja, weil ich war in El Salvador und da hat sich auch mit zwei Hotelbetreibern gesprochen. Die selber nutzen auch recht viel Bitcoin und die haben gesagt, okay, die haben auch einige Touristen, die halt ihre komplette Reise durch El Salvador, da ist ja ein anerkanntes Zahlungsmittel, mit Bitcoin bezahlt. Ja. Mein Länder, wo es halt nicht ein offizielles Zahlungsmittel ist, ist es schwieriger, aber es gibt halt immer Zonen, Regionen, wo halt Leute, sag mal, einen Tausch von Bitcoin in altes Geld anbieten. Ich war in Sosua, da habe ich was gesehen, Las Terrenas, mehrere sogar, das ist hier im Norden.
und Puerto Plata bis Ucma sind der Ansprechpartner. Mhm. Es gibt mittlerweile auch schon die Cajeros, also die Automaten, ja. Automaten. Gibt es einen Anbieter oder zwei? Wo sind das? Ich kenne mal einen, ich glaube es sind zwei, ja. Ich bin auch im Gespräch jetzt mit einem, was wir hier entschieden. Mhm. Schauen wir mal. Ja. Beim Punta Cana gibt es zwei, drei, San Domingo, San Piero. Mhm. Auf hier in Puerto Plata, oben bei der Kreuzung Krankenhaus. Mhm. Ich bin als Kreuzung, habe ich einen gesehen, ob es den gibt, weiß ich nicht. Das ist ein Telefonshop. Mhm. Haben wir einen gesehen. Ja. Nicht so sehr professionell, aber der stand drinnen nun. Mhm. Okay. Und jetzt wird immer mehr. Und du hast ja auch mal erzählt im Vorgespräch, du willst deinen Mitarbeitern einen Teil des Lohnes auch Bitcoin bezahlen. Ne? Das ist der nächste Schritt dann, wenn es dann eben so Daten gibt. Mhm. In Verbindung eben mit der Bezahlung. Weil ich dann bei Angestellten dann anbieten. Der möchte, wenn es interessiert, nicht verpflichtend, das wäre jetzt zu schlecht, aber dass sie verstehen, um was geht und in die Materie weiter und verstehen das Ganze, was kommt. Mhm. So, wie wird das jetzt von den Einheimischen angenommen, Bitcoin und wo? Du hast gesagt, du hast auch Einheimische, die da tauschen. Die jüngere Generation, wie gesagt, da interessiert sich immer noch mehr dafür. Mhm. Warum? Sei es jetzt auch zu verdienen. Aha. So, probieren die mal einige selber noch zu Hause im Keller, also mal in der Garage mit einem PC zu meinen. Sie meinen, sie können meinen. Sie meinen. Oder investieren in Plattformen und dann. In mir. Oder auch, wie gesagt, ein normales Investing. Und wie ist jetzt so der Prozentsatz Einheimische und sag es mal Bleichgesichter bei deinem Bitcoin-Tausch? Die Bleichgesichter sind schon in der Überzahl. Auch von den Summen her. Also Dominikaner ist hier noch vorsichtig da reinfüllen mit kleineren Summen. Mhm. Sprich jetzt $100, $200, $1000 vielleicht mal. Aber bei den Ausländern kommt schon mal vor, dass größere Summen auch. Welche so? 1, 2, 3.000 Dollar? Genau. Dem Dreh. Gibt es hier irgendwie Bildungsangebote für die Eingeborenen, um sich mit Krypto zu beschäftigen? Oder holen die sich das jetzt aus dem Internet oder Freund von Freund? Oder genau. Bietest du was an? Ich selber nicht. Das machst du auch nicht anbestellt? Im Gespräch. Ah, okay. Das war's wirklich. Gibt es keine Meetings, keine Seminare dafür? Sondern im laufenden Gespräch. Mhm. Wenn wir wieder das Thema haben, wenn jemand bekommt und bezahlt und wie das funktioniert, was dahinter steckt, in Bezug mit der Bank, ohne der Bank, Unterschied und so weiter erklären. Und für die Aufklärung seid dann ihr zuständig, der Chris und du. Mhm. Ihr machst das dann professioneller. Ja, hab ja auch Bücher veröffentlicht. Genau. Und wie machst du das jetzt mit deinen Angestellten? Kannst du ja nicht jeden irgendwie so eine Bitcoin-Wallet in die Hand drücken. Da muss der ein, zwei Leute haben, die ausgebildet sind und die das ordentlich machen können. Oh. Ich werde dann niemanden das in die Hand drücken, sondern zuerst mal so bei der Bereitschaft da sein. Hm. Wenn sich der interessiert dafür, komm und mach das selber. Hilft dir dabei und schnuppern in immer der ich rein. Ich meine jetzt, wenn jetzt seine Kunden bezahlen wollen in Krypto. Okay, dann haben wir haben da eben das Handy, wo du die Bitcoins überweist oder so. Satoshi oder Satoshi. Bekommst du den Kassabon. Mit dem Betrag überweist du auf das Wallet. Ah, okay. Das heißt, wird auf dem Kassenbon ausgedruckt. Normal. Habe ich da einen QR-Code drauf? Nein, den QR-Code bekommst du auch mal vom Handy. Ah, okay. Das heißt, der zeigt dir dann Handy mit QR-Code und den kann ich selber. Und dann bezahlen ihn. Okay. Und wie viel Prozent deiner Transaktion in den Krypto? Wird das auch ein kleiner Bereich sein? Ganz minimal. Ganz wenig, ja. Dann geht das schon. Ja. Wie lange machst du das jetzt schon, dass du Kryptos akzeptierst, Bitcoin? Das war vor der Weltmittel. Also mindestens 3 Jahre. Mindestens, ja. 4 Jahre. 4 Jahre. Eine ganze Weile. Und seitdem hat es sich peu à peu, aber auf niedrigem Niveau
weiter gesteigert, oder? Es geht in kleinen Schritten voran, wenn man mal sieht. Die Akzeptanz von den Leuten wird nicht von Tag zu Tag, aber von Woche zu Woche, Monat für Monat wird es ein bisschen mehr. Und die meisten Weißen, die herkommen, sind Gringos wahrscheinlich, die mit Krypto bezahlt, oder sind es Europäer? Sowohl das auch. Das Prozentsatz? Hält sich die Wahl. Okay. Und die Europäer, wo kommen die meistens her? Quer durch den Bett Europa. So, Großteil ist natürlich vom Zentrum Europa, sprich jetzt deutschsprachig, auch Italien, deutschsprachig, Italien, Frankreich, viele Italiener, Spanien, Frankreich, auch von der Sprache her so natürlich Spanien, Frankreich, mit der Sprache Englisch, Italiener spreche dann sehr schnell Spanisch, aber wie gesagt, von der Größenordnung her, Deutschland, ein großes Land, wenn es jetzt ein Österreicher findest, hast du 10 Deutsche im Vergleich, genauso wie die Einwohnerzahl, kannst du 1 zu 1 mehr oder weniger umlegen. Richtig, ja. Hast du Osteuropa auch Leute, Polen, Rumänien? Mittlerweile haben wir auch Investoren aus Russland. In Polen kommt eine Maschine direkt von Warschau, glaube ich, kommt. Hier in Verbindung. Ah, okay, Otto Plata, ja. Einmal die Woche, oder? Letzte Woche. Kommen jetzt auch vom Ostblock. Ja, okay. Gut. Und hast du da irgendwie Pläne, das irgendwie weiterzuentwickeln? Willst du selber hier Automaten aufstellen oder nur fremde Automaten bei dir reinstellen? Nein, das ist fein für uns hier, fürs Geschäft. Okay, also dein Hauptding ist dein Kaffee und... Das bleibt so etwas. Und Bitcoin-Bezahlung ist quasi ein Add-on von dem Kaffee. Ja. So sagst du. Genau. Wie siehst du, wo siehst du Bitcoin in 5 Jahren? Gute Frage. mittlerweile sieht man, die Akzeptanz weltweit wird immer mehr. Und somit denke ich mal, wenn die nächste Krise dann reinflattert, wird es wieder einen Sprung geben. Wenn man das ist, keine Ahnung. Morgen übermorgen oder in 2, 3 Jahren oder 5 Jahren, keine Ahnung. Aber in der zunehmenden Weltwirtschaftskrise, machen wir so, wird die Akzeptanz immer mehr und die Bekanntschaft immer mehr und dann werde ich auch der Preis relativ steigen oder dahin geht, kann nicht konkret sein. Und was hältst du von anderen Kryptowährungen? Außer Bitcoin? Habe ich wenig Kontakt oder interessiere mich eher wenig. Dort sich einer durchsetzen, früher oder später, okay. Aber wir bleiben beim Original. Genau. Kommunal ist meistens das Beste. So, und willst du das hier irgendwie noch weiterentwickeln Richtung Krypto? Dein Geschäft? Der Kaffee? Du hast ja überlegt schon, den Mitarbeitern anzubieten, einen Teil in Krypto zu bezahlen. Hast du irgendwie noch weitere Ideen? Momentan nicht. Wird das immer so? Vielleicht dazu kommen. Ich hoffe, was kommt. Okay. Gut, dann danke ich dir erstmal fürs Interview. Bitte, ich danke dir fürs Kommen. Thomas, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Kaffee und mit deinen Bitcoin-Umsätzen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir schon mehr Leute da haben. Genau, ich komme dann irgendwann mal wieder und dann machen wir ein Update. Alles klar. Gut. So, und wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und bleibt uns gewogen. Tschüss. Ciao.